Recht herzlich willkommen zur 29. Folge von City Skylines. Ja, jetzt sind wir auch wieder drin in unserem Spiel. Wir haben oben dieses Gebiet hier gemacht, was ja auch schon anfängt zu wachsen. Ich glaube, diese Reihe ist ganz neu schon. Und das andere nimmt auch zu. Wir haben also mehr ungelernte Arbeiter, die dann wieder hier rum diese Stellen besetzen sollten. Da ist noch einer, der kaputt ist. Der hier, den reißen wir mal gleich ab. Achso, wir haben noch Pause drin. Wollen wir mal gleich die Züge weiterfahren lassen. So, ja, hier die Straßen haben schöne braune Bäume. Das Herbstlaub dran. Ja, es ist natürlich nicht so schön, wenn man das so anguckt, ne? Hier rot. Ah, ist bestimmt hier kanadischer Ahorn oder so, der ist bestimmt rot. Da fährt irgendwo ein Krankenwagen lang. Ja, eigentlich sieht das alles ganz prima aus, finde ich. Hier fährt irgendwo der Krankenwagen da unten. Ne, ist die Polizei, ne? Weil der mit dem grünen Wagen so heizt, kann das sein? Ja? Ah ne, da ist ein Brand. Da müsste dann jetzt die Feuerwehr kommen, ist sie das? Nö. Das ist schlecht. Haben wir keine Feuerwehr in der Ecke? Sollten wir mal gerade checken, oder? Da brennt es gerade und Feuersicherheit ist gleich 0. Dann würde ich sagen, müssen wir mal reinschauen. Ja. Ist wohl vonnöten, hier was zu machen, ne? Geht nicht. Das heißt, wir müssen die Straße dann noch ein bisschen länger machen. Und ich glaube, das ist eine vierspurige mit Bäumen dazwischen, ne? Machen wir mal so gerade. Und dann würde die Feuerwache da auch hingehen, ne? Genau so ist es. So, die freuen sich alle. Das Feuer lodert noch. Schaut sie mit Wasser aus? Fehlt ein bisschen. Ne, Strom, nicht Wasser. Strom würde kommen, das ist nicht das Ding. Wasser braucht die Feuerwehr vielleicht noch, ne? Gut. Passt, oder? Abwasser sieht ein bisschen schlechter aus. Wie sieht es überhaupt mit Müllgeschichte aus? Haben wir hier, da. Dort ist Müll. Ja, von der Menge her haben wir da genügend. Oh, guck mal, da fährt der Müll da hinten irgendwo lang. Bis zu der Brücke haben wir genug Müllversorgung. Interessant. Aber da müssten wir mal genauer reingucken, denke ich. So, Gebäude leert sich. 64%. Wie sieht das hier aus? 6% voll. Das heißt, wir können hier jetzt definitiv wieder was machen. Und da 31% voll. Okay, das können wir erstmal gerade noch so laufen lassen, oder? Obwohl, lass das noch ein bisschen leeren, bis es 0 ist. Und gucken wir, dass das sich gegensätzlich verhält. Hier ist fast voll und hier ist auch fast voll. Das wird nicht geleert, wenn das geleert wird. Okay, das müssen wir so stehen lassen. Und hier oben haben wir nochmal die zwei Deponien. 12% voll. 15%. Dann machen wir hier mal gerade Gebäude leeren. Dann sollte das besser werden. Und hier, was ist das für ein Symbol? Kenne ich gar nicht. Geringer Bodenrichtwert. Wenn nichts getan wird, könnte das Gebäude schließlich verlassen werden. Bauen Sie Parks und Fernsehen. Umweltschädliche Gebäude soll man in der Gegend wegmachen. Ja, einen Park dann dahin oder was? Das würde bedeuten, wir machen hier mal ein Stück Straße rein. Da brauchen wir eine kleine Straße.
Obwohl, guck mal. Herzlichen Glückwunsch, großartige Stadt. Drittes Dahlen ist und Solarkraftwerk. Und das war es auch schon für die dritte Stadt. Interessant. 32 ist dann das nächste. Gut. Prima. Straße wollten wir bauen. Und zwar hier irgendwo so rein. Und ich denke mal am Ende so eine Kurve reingemacht. Weiß nicht, ob das so reicht. Für den Park wahrscheinlich nicht. Wo ist der Park? Da, der grüne Baum. Nee, das geht gar nicht da so hin. Das hätten wir uns also auch in dem Sinne sparen können, denke ich mal. Da überhaupt noch was geht in der Hinsicht? Sieht aber so aus, ne? Nee, die sind schon richtig hier. Gucken, ob die das da irgendwie beziehen. Gut, hier haben wir noch mehr Platz. Und den Park kriegen wir da aber auch nicht hin. Der ist zu groß. Gibt's kleinere Parks? Oh, der ist kleiner. Würde aber nirgendwo hier hinpassen. Noch ein kleiner. Ah, guck, jetzt sind schon drei Häuser verlassen. Der ist riesengroß, der Park. Der auch. Der auch. Oh, guck mal, das war jetzt hier unser Deal. Fast. Aber auch nur fast. Ja, komm. Zack, das eine Haus da weg. Kann ich jetzt auch nicht für. Den Bagger raus. Die drei Hütten weg. Die werden gleich wieder neu gebaut. Da grün, da grün, da grün. Da auch noch einer. Die vier auch noch, die auch noch. Da sind auch noch zwei. Sieht doch schon besser aus, oder? Gut. Was ist das für ein Ding? Japanischer Garten. Auch schön, da freuen die sich ja alle. Gut. Geringer Bodenrichtwert. Deswegen haben wir auch gerade hier einen Park neben gemacht, damit er besser ist, ne? Aber was soll's. Gibt immer irgendwo welche, die meckern, ne? Es wäre schön, wenn da ein Button wäre zum Abreißen, ne? Ne, den Krankenwagen möchte ich jetzt nicht mehr hören. Oh, hier hinten fehlt es an Strom. Strom. Solarkraftwerk, ein Riesending wahrscheinlich. Braucht eine Straße. Dahin? Steht da irgendwas? Lärmbelastung 25. Wie viel Strom macht denn das? 160 Megawatt. Das wäre dann einmal und wir hätten Ruhe, oder? Wie sehe ich das? Gut. Ja. Budgetplanung. Können wir jetzt ein bisschen mit dem Strom runtergehen. Und müsste trotzdem noch reichen, ne? Aber das schwankt ja wegen der Sonne, ne? Aber ich denke, trotzdem wird es funktionieren. Ja, lassen wir mal so. So. Wie sieht es insgesamt so aus? Ich glaube, ist ganz gut geworden bis jetzt, oder? Haben wir gerade so einen Jingle gehabt? Keine Ahnung. Hier fahren sie alle ganz schön hin. Wir können mal ein bisschen hier durchblättern.
Da unten Stromgewinnung, das sieht alles prima aus. Die sind alle gut angeschlossen. Was ist hier los? Ah, uns fehlen die gebildeten Arbeiter jetzt. Auch interessant. Okay. Gut, das werden dann noch mehr werden. Das ist auch der Bodenrichtwert, der da schlecht ist. Ist jetzt nicht so spielentscheidend, wenn da ein Grundstück gerade so ein Problem hat. Gut, gehen wir weiter durch. Erstmal Wasser. Sieht alles gut versorgt aus. Müll. Auch. So, Bildung. Hier unten fehlt es an Bildung. Ja. Bildung gibt's hier. Gucken wir mal da. Da ist schlecht wegen... Wir haben doch da eine Grundschule, ne? Verstehe ich jetzt nicht. Ah, ich glaube, die ist schon voll ausgelastet. Kann das sein? Genau so ist es. Alles klar, deswegen. Ja, dann setzen wir halt da eine zweite hin. Wir hoffen, dass das besser wird. Oh, das ist aber schlecht, ne? Da haben wir viel Rotes, ne? Da hinten wollen wir ja auch Rotes haben. So ist ja nicht... Da eine hin. Die sind alle glücklich jetzt hier. Und da haben wir eine Uni. Die verseucht das Gebiet. Wie sieht es denn aus mit der Uni? Das ist jetzt die Frage, ne? Schon voll ausgelastet oder nicht? 2-1. Nö, die ist erst zur Hälfte ausgelastet. Da wird es jetzt höchstens das Einzugsgebiet das Problem sein. Hm. Sollten wir da unten irgendwo noch eine hinmachen? Gute Frage, ne? Die Uni am Rande der Stadt. 17.000 nochmal plus können wir uns eigentlich leisten. Komm, zack, hin da. Okay, da geht der Schwall rüber und der geht bis wohin? Oh, der geht bis zur anderen Uni fast, alles klar. Gut, dann bilden wir die jetzt auch besser aus. Ja. Bildung sieht dann prima aus. Mach das da mal zu und wir gehen hier hin. Wie ist es mit Happiness? Alles im grünen Bereich fast. Alle irgendwo zufrieden. Da oben ist irgendwie etwas nicht in Ordnung, weil da sind sie alle nicht so zufrieden. Aha. Dicht besiedelt. Müllabfuhr daneben. Wahrscheinlich ist es das. Aber kann ja auch nicht ändern. Muss auch mal sein. Guck mal, selbst hier sind sie zufrieden im Ghetto. Ja, das geht alles in Anführungsstrichen. So, Gesundheit. Da sind überall Ärzte-Geschichten. Hier ist aber die Gesundheit relativ schlecht. Warum? Weil... Na, da ist der Müll nebenan. Das könnte damit zu tun haben, oder? Die sind alle gut versorgt. Da fehlt's ein bisschen. Hier müssten wir noch einen Arzt mehr haben, wa? Vielleicht sollten wir hier mittig rein einen noch setzen. Geht das irgendwie? Gucken wir mal gerade, oder? Da ist die Gesundheit. Haben wir denn Krankenhaus schon gebaut? Ja, da. Dann müssen wir vielleicht einen Arzt hier machen. Okay. Ist die Frage, was da jetzt noch besser von wird, ne?
Müssen wir gleich mal reingucken noch. Was haben wir hier? Stufen. Gewerbegebiet. Weiß ich, was das heißen soll. Gewerbegebiet. Ebene wird das heißen. Okay, und davon haben wir Stufe 3 relativ viel. Und hier haben wir auch ein paar Stufen in Grün. Das sind unsere dicht besiedelten Wohnhäuser. Hier haben wir Bürogebäude, die befinden sich ja hier. Und die Industrie ist hier. Ich glaube, die letzte Stufe ist da gar nicht, die ist nur hier oben. Okay. Schön zu sehen, ne? So, Windenergie. Ist klar, die ist da und da am besten. Da gibt's auch Wind. Auf der Brücke ist es auch windig. Und hier eine Ecke. Nee, das hat doch nichts mit Wind zu tun, oder doch? Naja, doch, vielleicht. So, Verkehrsaufkommen. Das ist ja noch ein ganz großes Thema. Hier auf der Brücke ist es super schlecht. Und natürlich hier. Oh, da staut sich's ja richtig, ne? Dicke, große Straße und geht trotzdem nicht voran. Und daneben geht eine schöne Straße lang, da fährt keiner lang. Interessant, oder? Wenn ich da eine Einbahnstraße rausmachen würde, ne? Ob das geht? Aber dann fahren die nicht ins Industriegebiet rein. Ach, das ist ja die Straße nach hier drüben. Das ist gar nicht die Autobahnanbindung. Die ist da. Naja. Oh, guck mal, die stehen hier richtig Schlange. Ampelanlagen ist auch schon da. Das heißt, wir bräuchten definitiv hier sowas wie einen Kreisverkehr, ne? Aber das ist Riesending. Da müsste man ganz viel für abreißen, ne? Da ist das halbe Industriegebiet dann weg. Der ist kleiner, der geht dann besser, ne? Okay, das würde irgendwie funktionieren vielleicht, ne? Oder? Das ist ein Riesending. Das geht gar nicht. Ja, okay. Also das wird noch was werden. Da müssen wir dann noch überlegen, wie das geht. Da müssen wir noch was umreißen wahrscheinlich. Gut. Ja, dann machen wir hier noch einen. Das ist die Verschmutzung. Die ist klar, wo die sitzt. Industrie, Mülldeponie, Abwasser. Das sind sie, überall die Sachen. Ist klar, okay. Gut, aber dann würde ich auch sagen, die andere Hälfte gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.